Moin und ja, wieder mal herzlich willkommen zu Wolf und Bergmann. Ich bin Hagen Wolf. Und ich bin Werner Bergmann. Aber bevor du loslegst, es gab eine Hörerfrage. Oh. Und zwar ging es darum, ich wurde gefragt, warum ich immer anfange und du dann immer als Werner Bergmann dich dann später meldest. Und es hat einen ganz gewissen Grund natürlich. Aha. Weil es ist ja natürlich so, wenn zwei Leute moderieren oder zwei zusammen sind, fängt eigentlich immer, oder ist eigentlich immer derjenige, der anfängt, der vernünftige, intelligente, und dann kommt der Clown. Ich will nicht sagen das Gegenteil, aber da kommt Werner Bergmann. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, meine Damen und Herren, ja, und liebe Freunde da draußen dieses Podcastes. Aber Sie wissen ja, wir sind momentan in der Adventszeit. Das ist die Zeit, wo man auch Schwachsinnige reden lässt. Nicht wahr? Und, aber auf jeden Fall ist momentan so die besinnliche Zeit gekommen. Das heißt, die Zeit der Weihnachtsmärkte, wenn wir jetzt in den 14 Tagen laufen, die so richtig voll an. Man kann jetzt schon mal überlegen, wann man von diesen 150.000 Mal, wo die drei Nüsse der Hase auf den Sack gehen, ich weiß es nicht, wie es heißt da, also wo es die drei Nüsse für das Aschenblödel gibt, in der Zeit, wann man das gucken will, kann man sich alles in Ruhe überlegen. Aber wir haben uns überlegt, wir machen auch in diesem Jahr was anderes. Scherz, machen wir natürlich. Ich wollte gerade sagen, hätte mich jetzt völlig überrascht. Aber wir haben jetzt Nikolaustag bald am Mittwoch. Es ist wieder die Zeit, wo die Union der Ampel wieder alles in die Schuhe schieben kann. Ja. Obwohl sie es selber mitversaubeutelt haben. Die gute alte Zeit. Wobei es natürlich auch wiederum Scherz, denn das machen sie das ganze Jahr. Die ganze Zeit schon über. Naja, aber eine Frage an dich gleich, bevor du wahrscheinlich wieder ein Quiz hast. Ja, mache ja. Und das auch an Sie, meine Damen und Herren, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Freunde da draußen am Podcastgerät. Wusstest du eigentlich, dass 1993 die Deutsche Bahn einen Probebetrieb des McTrains, einen Speisewagen im Stile McDonald's, gestartet hat? Nee, wusste ich gar nicht. Ja, aber die Ergebnisse waren so enttäuschend, dass dieser Fastfood-Konzern den Vertrag mit der Deutschen Bahn gekündigt Echt? Hat. Weil man wollte sein Image nicht versauen. Von McDonald's her. Von McDonald's. Ja, das kann ich verstehen. McDonald's wollte das Image durch die Deutsche Bahn nicht versaut bekommen. Nur um das mal Herrn Wieselski mit in das Buch hineinzuschreiben, wie toll die Bahn ist und dass die jeden Euro braucht, um halbwegs überhaupt pünktlich wollen wir gar nicht sagen, aber überhaupt zu kommen. Ja, das stimmt. Da ist man ja schon froh drüber. Dann haben wir heute, wenn wir schon am Tag sind, heute wäre Horst Buchholz 90 geworden. Das ist wieder etwas für die ganz, 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 ganz alten Hörer von einem Podcast, die ja jeden Tag Podcast hören. Ja. Weißt du noch, wer Horst Buchholz ist? Ja, der Schauspieler. Ja, das ist schon klar. Aber was für Filme? Die glorreichen Sieben. Ja, richtig. Ja. Das ist sowieso ein also internationaler Schauspieler. Ja, ja, natürlich. Natürlich die alte Version, liebe Hipster da draußen. Ja. Ne? Und Rainer Maria Rilke hätte heute seinen 168. Geburtstag. Was sagt dir Rainer Maria Rilke? Das ein Dichter. Ja. Ein verstorbener Dichter. Ja. Aber weißt du, wer den ständig zitiert hat in seiner Amtszeit? Rilke? Nein. Nee. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Also Rilke hat sich selbst auch zitiert, ja, wahrscheinlich. Ja. Aber in seiner Amtszeit hat das Gerd Schröder immer gemacht. Der Banda. Ja, wollte ich gerade sagen. Ist sowas. Der hat ja ständig irgendwelche Gedichte reingemacht. Den Herbsttag, den hat er mal bei Fehlerfrei, muss man sagen, hat er den mal in irgendeiner Talkshow komplett resümiert. Also, oh, ne, ja. Weiß ich, konnte er kritische Fragen ausweichen, hat einfach alle drei Strophen von Herbsttag einfach runtergerattert. Okay. Nicht wahr? Ja, dann hatten wir heute den Tag der Socke. Heute ist Tag der Socke. Heute warum ist nicht Tag an Nikolaustag? Hätte ich auch am Nikolaustag, am Mittwoch wäre es besser gewesen. Ja, richtig. Ne, aber wahrscheinlich jetzt schon mal dran erinnern, macht die Löcher zu, damit, wenn man es ja hindenkt, nicht alles durchfällt. Und wir beide sind ja in dem Alter, wo man Socken geschenkt bekommt. Ja, das ist richtig. Also es gibt ja nichts anderes, als was man schenken kann als Socken. Dann haben wir heute Trage braune Schuhe Tag. Echt? Und dazu bunte Socken. Ja, das kommt schön, immer gut an. War? Braune Schuhe? Hast du braune Schuhe oder bist du nur so ein Sneaker? Ich hab so, nein, ich hast du gar braune Schuhe gerade an? Ne? Ich hab, das sind rote. Ja, die also rotbraun. Rot. Hast du eigentlich einen Adventskalender bekommen? Ich habe mir, ganz ehrlich, ich habe mir 6 Adventskalender gekauft. Ach. Ich habe einen gekauft, der Adventskalender mit dem Grinch, dann einen Adventskalender mit den Avengers. Ja. Und dann bekomme ich jetzt demnächst noch andere Adventskalender. Also ich habe mir ganz, also nicht mit der Schokolade, mit ja. kleinen Spielsachen drin. Ja. Denn du weißt, in meinem Alter, Spielzeug, das ist für mich. Ja. Ich habe von so einem Konzern einen Erotik-Adventskalender geschenkt bekommen. Für Damen oder für Herren? Für beide.
Naja, es gibt ja diesen Erotikkalender, der extra speziell für Damen ist, wo es dann Sachen gibt, die wirklich nützlich sind. Ja. Wenn der Mann mal auf Geschäftsreise ist und man nicht gleich zum Nachbarn will. Ja, also ich habe einen bekommen, glaube ich wenigstens, ja? Für Damen und Herren, wo zur Zeit war nur drin. Muss ich mal gucken. Also ich kann mir vorstellen, du wirst es spätestens merken, wenn du die Dinger benutzt. Ja. Was das ist. Okay, da muss ich doch nochmal nachgucken, wie es weitergeht mit den Türchen. Also jetzt haben wir uns genug in die Weihnachtszeit eingestimmt. Ja. Bevor wir jetzt das 20. Mal gleich in den nächsten Tagen Last Christmas hören, hast du doch bestimmt auch ein Quiz. Natürlich, wie immer, regelmäßig unser beliebtes Quiz. Okay, los geht's, ja? Ja. Heute bist nicht so viele Fragen wie letztes Mal. 6 Stück? Ja. Worüber stritt sich die Gemeinde Großmain in Österreich im Frühjahr 1968? Ja. Es gab eine Diskussion im Gemeinderat. Du erwartest doch nicht jetzt, dass ich das... ich gebe das weiter. Ob aus den Brüsten der Madonnenstatue, die im Brunnen im Ort steht, Wasser fließen darf? Mhm. Oder B, ob man die neu eröffnete Sporthalle Adolf-Hitler-Halle nennen durfte? Oh Gott, oh Gott. Also damals, wann war das? 1968. Da hat man sich über Hallen, die Hitler heißen, nicht so viel Gedanken gemacht. Ich vermute eher, dass da aus der Madonna hätte Milch rauskommen müssen. Nee, und Wasser. Das war's schon, ja. Ja? Ja. Das war's aber. Das war, das war Wasser. Ordnung. War nicht in Ordnung, ja, die Kirche war dagegen. Ja, die wollte Milch. Die wollte gar nichts rauskommen. Ach so. Okay. Nächste Frage. Mhm. Warum hatte der 1968 mit 104 Jahren gestorbene Heinrich den Spitznamen Kludenvater? Ja? Okay? Oh, ja. 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 Also er gab an, weil, als er gefragt wurde, warum er so alt war, weil er hat gesagt, er hat jeden Tag die letzten 20 Jahre seines Lebens mit der Bremer Spezialität Kluten einen ganzen Beutel gegessen. Deswegen ist er so alt geworden. Nein, oder? Stimmt nicht. Weil er so große Hoden hatte. Ja, dann tatsächlich der zweite. Ja, was auch, ja. Ja, Also er hat sich irgendwann hat mal gesehen. Ja, okay. Ja. Ich will nicht mehr auf die Geschichte eingehen. Nein. Weil ich weiß das, mich hat man früher auch so gesehen. Ja, warum heute nicht mehr? Nein, das hat man wird älter. Man wird älter. Ja. Außerdem ist Winter. Ja. Okay, noch eine Frage. Warum waren an Weihnachten 1967 zahlreiche Kinder in Evansville in Amerika traurig? Haben wahrscheinlich einen Wettkampf. Ja, pass auf. Weil sie sahen, wie der Weihnachtsmann vom Himmel stürzte? Mhm. Oder B, weil Lyndon B. Johnson, der damalige US-Präsident, in dem Ort auftrat, eine Wahlrede hielt und sagte, an Weihnachten, es gibt keinen Weihnachtsmann. Das ist nur eine Erfindung. Also Politiker damals haben ja manchmal noch ein bisschen lockerer von der Schnauze geredet. Mhm. Aber ich glaube es trotzdem, das ist dieser Weihnachtsmann. Der ist vielleicht mit dem Fallschirm gekommen und die Kinder haben den gesehen und dachte, der ist aus seinem Schlitten gefallen. Ja, so ähnlich. Hast recht. Also es war so, es war eine große Veranstaltung, tausende von Kindern auf einem großen Platz. Ja. Und der Weihnachtsmann kam Hubschrauber angeflogen. Ja. Er hat aus dem Hubschrauber gewunken, die Tür aufgemacht und ist abgestürzt. Ach, tatsächlich. Und Peng-Klatsch-Bumm, ja. Oh, wow. Ja. Das heißt, es ist nicht nur, also das war schon... Das war traumatisch. Ehrlich? Naja, gut, auf jeden Fall sind sie dann jahrelang mit der Wahrheit wach. Also naja, sagen wir nicht. Ja. Wir haben ja Kinder. Ja, es ist schon makaber, sage ich jetzt mal. Ja, finde ich auch. Okay, letzte Frage? Ja. Nee, vorletzte Frage. Warum wurde Anfang 1968 der Druck der damals einzigen Gefängniszeitung, es gab damals eine Gefängniszeitung, Die Brücke hieß die, eingestellt? Wegen dem Film. Nee, die Gefangenen gaben darin Ausbruchstipps für die Mitgefangenen. Oder B, die Gefangenen hatten unerlaubt gefälschte Führerscheine mit der Druckmaschine gedruckt. Beides möglich. Aber ich glaube, es ist tatsächlich die Führerscheine. Genau. Weil diese Ausbruchtipps hätte man ja bei der Lektorin gelesen. Die hätten das ja gemerkt. Ja, aber diese Führerscheine einfach so zu drucken. Ja. Sie haben sie heimlich gedruckt, dann nach außen heimlich weiterverkauft und praktisch dann Geld verdient. Ja. Deswegen eingestellt. Ja. Letzte Frage. 1968 hielt die 62-jährige Ethel Cringer den Weltrekord für welche Leistung? A. Ihre Taille hatte einen Umfang von nur 33 cm oder B. Sie hatte die bis heute größte Schuhgröße für eine Frau in Höhe von 56. Nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kenne das Bild sogar mit dieser Frau, die so eine Wespentaille hat. Ja, sie hatte eine Taille von 33 cm und es wird heute noch gestritten darum, ob das auf
Verlangen ihres Mannes war, der so einen Fetisch hatte. Ja, kann. Was man damals vermutete, heute geht man davon aus, dass beide damit einverstanden waren, dass sie selber diesen Fetisch hatte und sich jahrelang, jahrzehntelang so ein Korsett eingeschnürt hat und damals, wie gesagt, nur eine Taille von 33 Zentimeter hatte. Möchte an dieser Stelle nur mal betonen, bei dem, was Herr Wolf am Anfang gesagt hat, dass ich alle Fragen richtig beantwortet habe, demzufolge ist diese Aussage der Dümmere... Nein, ne? Der weniger Intelligente, habe ich gesagt. Ja, das heißt nicht gleich, dass du sagst jetzt der Dümmere. Ja, ja. Aber es ist weniger intelligent, die Fragen, die man nicht kennt, zu beantworten, als Fragen, die man aus dem Buch abgeschrieben hat, vorzulesen. Na gut, okay. Jeder hat so seine Ansichten. Ich habe die nicht abgeschrieben, die habe ich mal ausgedacht. Ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Also aus meinem umfangreichen Wissen. Ja, dann hättest du mich ja reinlegen können, hättest ja alles als richtig, was ich als falsch gesagt habe. Ja, ich bin ja ehrlicher. Naja. Okay. Hast du noch was? Also jetzt mal ganz klar, ich gehe mal davon aus, die Sachen sind nicht ausgedacht, die Fakten sind richtig. Ja, die Fakten sind richtig. Ja, gut. So, nicht, dass die Hörer jetzt, oder was sind das für blöde Quiz-Sachen? Nein, aber ich lese ja nicht ein Buch nach, sondern die weiß ich ja. Ja, das ist klar. Ja. Natürlich, das nimmt dir auch jeder ab. So, im Weltall hört dich niemand schreien. Kennst du ja diesen berühmten Spruch. Nö. Deshalb habe ich jetzt für euch und für Sie da draußen und für dich habe ich jetzt Themen. Du weißt ja, Space News, 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 News. Ich bin ja so ein Science-Fiction-Fan und Weltraum-Fan und so weiter. Und da habe ich diese letzten 14 Tage oder die letzten Wochen mal wieder zusammengestellt, was ich so gefunden habe an Nachrichten zu dem Thema. Ja, okay. Und die erste ist noch gar nicht so alt. Da war diese Meldung, dass eine 2 IS-Astronautin im Weltall ihre Werkzeugtasche verloren hat. Das waren 2 Frauen, die sie verloren haben. Ja, 2 Astronautinnen sind okay. Frauen. Also nicht innen im Sinne von, das muss man auch heute immer erklären, es war nicht dieses Apostroph, sondern es waren tatsächlich 2 Frauen, die draußen waren, hatten Werkzeugtasche dabei und wir wissen ja alle, also wenn einer Mann, der hätte einen Gürtel gehabt. Ja, ein Gürtel, da wären die wichtigsten Sachen drauf, dann rausgegangen und dann hätte der mit den Zähnen die Schrauben raus und das wäre all. Frauen, die nehmen natürlich jeder wahrscheinlich ihre eigene Handtasche mit, ja. Wo alles so drin ist, also ja. Werkzeuge Tampons. Und Tampons und alles mögliche. Schwingzeug. Ja. Das ist alles, man weiß, im Weltall, ne, hört man dich ja nicht. Ja. Und wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, auf jeden Fall haben sie verloren. Das Interessante ist, diese Tasche verliert langsam die Umlaufbahn. Ja, okay. Das heißt, wenn irgendwann jemand so eine Tasche, wo drauf steht NASA oder sowas, ja. Runterkommt, hoffentlich erwischt sie keinen, aber falls sie tatsächlich nicht verglüht und einiges kommt hier runter, bitte nicht bei der NASA abgeben, hier bei uns. Ja, genau. Ne, würde ich sagen. Sehr interessant. Wenn wir schon vom Abstürzen sind. Es ist etwa, wusstest du das, bisher tritt im Schnitt 2-mal pro Woche ein defekter Satellit, eine alte Raketenstufe oder ähnlicher Weltraummüll unkontrolliert in die Erdatmosphäre. Ja, und die verglühen doch meistens, oder? Ja, aber immerhin sind das insgesamt 150 Tonnen Material, was jedes Jahr vom Weltall auf die Erde stürzt. Ah, okay. Aber wenn die verglühen, verglühen das die ganz meiste, oder kommen noch ein paar Teile? Meiste, okay. Das meiste verglüht beim Eintritt in die Atmosphäre. Es sind nur, und dann stimmt, die NASA hat das selber gesagt, nur selten erreichen Trümmer die Erdoberfläche. Dieser Begriff nur selten ja, das ist ein bisschen komisch. Verunsichert mich, wenn ich auf dem Balkon liege und mich sonne. Ja, so ungefähr. Denn ich kann mir vorstellen, also ein Asteroid, der jetzt die Größe von halb, was weiß ich, Wimsdorf an der Wupper hat, den könnte ich halbwegs noch sehen, wenn er kommt. Aber wenn er oben wirklich jetzt von so einer Dame so ein Stück Lippenstift aus dem Weltall knallt, von so einer Astronautin, bei der Geschwindigkeit, der muss mir doch den Schädel durchtrennen. Also, nee, das wäre mir dann noch und doch. Aber es ist wirklich so, dann... auch ein Fakt, die NASA fliegt zum Asteroiden Psyche. Psyche? Es gibt einen Asteroid, der Psyche heißt? Ja, da haben sie Psyche genannt. Echt? Wahrscheinlich warum? War da so ein depressiver Mann im NASA-Zentrum. Ah, ich hab's mit der Psyche. Da sah er den Asteroiden. Ah, Psyche. Wie kann man warum fliege ich dann überhaupt dann hin für so einen depressiven Asteroiden? Ja, die fliegen ja überall. Aber in dem Fall. Fliegt doch dahin, wo es happy ist. Ja, aber da hat sich's gelohnt. Denn dieser Asteroid besteht zum großen Teil aus Eisen, Nickel und Gold. Sogar im Wert von 10 Trillionen Dollar. Und was machen Sie jetzt da? Ja, das ist das Problem. Entweder werden Sie jetzt in Entenhausen anrufen, ob Dagobert Duck eine Idee hat oder Duck. Wie kriegst du das Gold dann da weg? Auf jeden Fall haben Sie mal ausgerechnet, also wenn man es wegkriegen würde, würde es ja bedeuten, jeder auf der Erde könnte plötzlich Milliardär sein. Jeder Mensch auf der Erde wäre Milliardär, wenn man diesen Asteroiden dort oben ausbeuten könnte. Aber du kennst doch die alten Gesetze der Marktwirtschaft. Ja. Wenn es was im Überfluss gibt, ist es immer günstiger.
Das heißt, wenn jeder eine Million Gold hat, ist es keine Million mehr. Es ist der Wert nicht mehr da. Genau. Und außerdem, ehrlich, ich möchte nicht mit so einem blöden Cowboy-Hut wie die Milliardäre, die zurzeit auf der Erde sind, rumlaufen. Ja, ich sage nur Musk, Bezos und Co. Ja. Wenn ich die da sehe, sage ich, nee, das kann nicht mein Sinn sein. Interessant ist auch, ich habe das mal nachgelesen, dieser Psyche, dieser Asteroid, der hat die Form in etwa wie eine Kartoffel und ganz narbig. Sieht aus wie mein Po. Ja. Nur, dass da nicht Gold im Wert von... Ja, zum Glück. Und ganz ehrlich, liebe Milliardäre, lieber Musk und Co. und wie sie alle heißen, auch liebe NASA, es kann nie gut ausgehen, wenn einer auf die Idee kommt, dieses Ding mal anzubohren. Ja. Ich glaube, das ist, wer weiß, ob drinnen nicht der Rest nur Luft ist. Und dann fliegt er und auf dem Weg haut dann er erstmal die Erde. Dann stört man die Umlaufbahn des Asteroiden dann würde er die Erde noch vernichten. Ja, also das würde ich nicht machen, also meinen Vorschlag. Und dann nochmal für unsere kleinsten Weihnachtszeit-Peterchens. Mondfahrt wird ja jetzt bestimmt auch bald wieder irgendwo aufgeführt. Ein holländisches Unternehmen, natürlich die Holländer, plant die Geburt von Babys im Weltraum. Fliegende Holländer. Der fliegende Holländer, ganz oben im All. Wollen Sie echt? Ja. Warum? Ja, ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Die wollen doch alles ausprobieren. Frag mich doch nicht nach dem Sinn. Aber man könnte einen Mann und eine Frau hochschicken und die haben oben auf der ISS Zeit und Platz und wissen sowieso nicht, was sie machen sollen. Knick, knack, eins kommt zum anderen. Aber, und das soll wissenschaftlich unterstützt werden. Könntest du als Mann mit jemandem Geschlechtsverkehr haben, wenn der halbe, die halbe NASA zuguckt und mithört. Also ich könnte sogar ohne die NASA. Nein, aber warum nicht? So Pornodarsteller. Die sind ja nicht wie beim Pornofilm daneben und stehen und sagen, so jetzt ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Naja, aber die hören doch, die wissen doch ganz genau, die ganze NASA weiß doch Bescheid. Ja, natürlich, aber das ist halt der Job. Ja, ihr werdet doch nicht Astronaut. Das ist ja außerdem nicht die NASA, es ist eine holländische Firma. Ja, okay. Und die Klumpenleute, die haben sowieso den Holzschuh nicht am Kopf gekriegt oder so. Also die wollen das probieren, die wollen da oben. Und was erhoffen sie sich davon? Ja, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, weiß nicht. Also ich würde es nicht haben wollen. Naja, aber das wollte ich dir nur sagen. Also das waren so ein paar Nachrichten, die ich in den letzten Wochen gefunden habe, die momentan im Weltraum sehr spacig aktuell heute sind. Sehr spacig. Und dann habe ich noch was Schönes für dich. Ja, und zwar, jetzt kommen wir unter den Hammer. Also jetzt geht es ums Versteigern, ne? Wahres für Rares, in der Richtung. Ja. Passen jetzt auch für die Herren. Napoleons Hut ist versteigert worden. Gibt es leider jetzt nicht mehr zu kriegen. Der Originalhut von Napoleon? Der Originalhut von Napoleon ist ja eigentlich nur ein Stück Filz. Ist ja nur so ein Filz. Aber hat er im Leben nur einen Hut gehabt? Ja, aber auf jeden Fall haben sie einen Hut versteigert. Vielleicht hat er mehrere gehabt, aber einen Hut haben sie versteigert. Okay. Also die haben nicht gesagt, den Schrank mit Hüten oder so, sondern einen Hut haben sie versteigert. Der hat mit Sicherheit mehr Hüte gehabt. Nicht wahr? Mindestens bei den Kriegen wird ja der ein oder andere noch mal weggeschossen. Ja. Oder so. Ne? Aber den haben sie jetzt versteigert. Was schätzt du, was der Hut, also dieses Filzstück, was das bekommen hat? Naja, das Original Napoleon-Hut, das ist natürlich ein Sammlerstück, dann mehrere Millionen. 1,9 Millionen. Sag ich doch. Fast 2 Millionen. Ja. 1,9 Millionen. Mehrere, sag ich doch, 2 Millionen. Vielleicht auch wegen dem neuen Ridley Scott-Film Napoleon. Ja, wahrscheinlich. Der läuft ja im Moment auch, hat vielleicht auch noch ein bisschen den Hype angestachelt, haben sie auch verkauft. Dann, und das ist interessant gewesen, das ist was für dich. Das wäre was für dich. Ed Sheerans Unterhosen stehen zur Versteigerung. Nein. Warum ist das was für mich? Ja, ich weiß nicht. Wieso? Du hast doch die Kartoffel. Ja, aber man könnte doch sagen, hey, guck mal, ich habe hier die Unterhose von Ed Sheeran. Mir wäre sie zu eng. Ja. Weißt du ja. Ne? Ja. Aber die warum? Steht, warum? Ja, weil er hat wahrscheinlich den Kleiderschrank ausgemistet. Aber warum versteigert er seine? Der hat doch eh genug Geld. Es soll für einen guten Zweck sein. Ja, aber das kann er doch so spenden, das Geld. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum er gerade auf die Idee kommt, unter anderem seine Unterhose. Einige, und es wirklich wahr, steht drin in diesem Auktionsdokument, einiges wären ungetragen, das wäre ja okay. Das ist ja keine Unterhose von ihm. Aber andere sind auch benutzte. Ja, natürlich. Unterhosen. Davon gehe ich doch aus. Naja, er hat vielleicht auch... Warum soll ich ungetragene Ed Sheeran? Die kriege ich in jedem Kaufhaus kriege ich ungetragene Ed Sheeran Unterhosen. Ja, aber du kriegst ja ein Zertifikat, da steht, die hast du von Ed Sheeran gekauft. Ja, das ist doch mir doch wurscht. Also, warum soll ich ungetragene Unterhosen ersteigern? Ja, warum sollst du getragen werden? Ja, finde ich ja noch viel schlimmer. Ja. Also, aber wenn ich so eine Unterhose von Ed Sheeran haben will, als weiblicher Fan von mir aus, dann soll es doch schon
schon getragen sein. Ja, echt mit den drei Streifen von Ed Sheeran. Nein, was weiß ich. Ungetragene. Da gehe ich jetzt zum nächsten Aldi, da kriege ich Ungetragene von Ed Sheeran. Naja, auf jeden Fall wollte ich auch nur sagen. So, das waren wieder so ein paar von den kleinen Meldungen, die ich dieses Mal gefunden habe und die ich dir und den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts mal kredenzen wollte. Das ist sehr nett von dir, dass du das machst, was deine Aufgabe ist und das nochmal rausstellst. Dafür wirst du ja auch bezahlt. Ja, wieso? Genommen. Ich bin ja dumm. Mit diesen klugen Worten verabschiede ich mich jetzt erstmal. Machen Sie es gut, bis in zwei Wochen.